Hallo, ich will kurz vor dem eigentlichen Video, bevor das eigentliche Video beginnt, habe ich mir einen Prank erlaubt, und zwar für den Fabi. Ich will euch erklären, warum das Prank und alles ist. Erkläre ich euch jetzt kurz. Wir haben drei verschiedene Höfe. Das wird aber in einem richtigen Video nochmal erklärt. Mein Hof ist hier oben. Alessandro ist da unten und Fabis ist da, ist hier in dem Bereich. Wir haben uns eigentlich einen Tag ausgemacht, also Tag jetzt nicht, aber doch eigentlich schon, mit Uhrzeit aus, meinte er, ja, ist sofort da, und jetzt haben wir 4 Stunden später, ja fast schon fünf, und er ist noch nicht da gewesen, der liebe Fabi. Deswegen habe ich, das ist nämlich meine Maschine hier, die habe ich ihn als kleine Prank, vorher zum Let's Play schon, meine Geißelecke von den Beinen gestellt, dass er nicht da rankommt. Die passt auch perfekt hier rein. Und so, ist eigentlich wunderbar gemacht. Ja. Ist eigentlich relativ gut. Genauso habe ich es auch an den Kipper gemacht. Ist halt, ich weiß es hoffentlich, hat er es noch nicht beseitigt. Das werde ich dann sehen. Aber ja. Nur mal ein kleiner Prank vor diesem Let's Play. Wollte ich euch schon mal kurz erklären. Und ja. Bis jetzt. Viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit David, LS News. Eins. Eins. Der muss Hallo sagen. Du bist gemutet. Und Ostheim TV. Hallo. Ja, Pfeifenputzer rein natürlich Hallo. da. Geht doch. Was habt ihr jetzt angestellt? Gar nichts. Wir müssen gleich sehen. Du wirst was feuchtfröhliches sehen. Was? Falsch, fröhlich. David! Was denn? David! Ich habe nichts damit zu tun. Fabi, Nordost, ich habe gar nichts. Ich David! habe Oh, damit jetzt schon Nordost. Ich habe damit nichts zu tun. David! Ich schwöre Wegrollen! dir, ich habe da nichts mit zu Wegrollen! tun. Guck doch mal, welcher Hof das ist. Ach, guck doch Wegräumen! mal erst in den Ich ruf Hof. gar nichts! Wegräumen! Erstmal gehen wir jetzt schlafen hier, meine Fresse. Tino, kannst du mir die Was Sache denn? kurz erklären? Was soll ich dir Nein, erklären? ich lehne so lange ab, bis mir Fabi das jetzt zuhört. Was denn? Ich muss dir nicht zuhören, ich Na, weiß doch! alles. Guck jetzt auf Escape! Nein, nicht schlafen! Guck jetzt auf Escape! Wem die Fahrzeuge gehören? David, ich weiß, dass die Aussagen gehören. Das haben wir eben alles schon abgeklärt. Ich war auf dem Server schon drauf. Ach, komm, was soll das denn? Der Geh Prank, der prankt den anderen Prank. Ihr seid so. Alter. Jetzt regnet's auch noch. Mann, Das Fabi, gut ist halt hinbekommen. Bobos. Hallo, nicht bis 8 Uhr. Du bist ein Depp. Wieso denn? Spul da einfach Was bis war? halb 9. Ja und? Ja, ich habe jetzt minus 1000 Euro. Ja, Eben schön. hatte ich plus 3000 Euro. Läuft bei meinen Ausgaben. Achso. Also ist ein bisschen abgegangen. Naja, egal. Betrieb. 2000 Euro Betriebskosten. Fahrzeuge, also Kreditzinsen, oh lol. Also, Leute, das ist das neue Projekt, beziehungsweise das neue alte Projekt. Auch bei mir kam jetzt Ewigkeiten nichts nach der ersten Folge im Karrieremodus. Jetzt natürlich mit den zwei Bobos hier. Und ja, weiß nicht, wir haben insgesamt fünf Höfe, ist das richtig, Fabi? Irgendwie sowas müsste sein. Ja. Jeder hat aktuell seinen eigenen Hof. Ja, Fabi läuft, ist natürlich mal direkt im Minus, das ist sehr geil. Und der hat Ja, am meisten jeder. Geld gehabt. Der hat 1,4 Millionen gehabt. Minus Ja, 700k. das stimmt. Das muss man auch ehrlicherweise dazu Du hast sagen. keine Berechtigung für diese Aktion. Ja. Was willst du machen? Jo, Scheiße, will ja machen. Da hat nur wieder. Egal. Nein, Auf ich bin jeden auf dem BGA-Hof und möchte da jetzt die Heulager platzieren, damit wir. Brauchen wir das jetzt? Nein. Nein. Ja. Okay, dann gehe ich da wieder runter von dem Hof. Ist mir auch Ja. egal. Wo habe ich denn den Hof da? Leidigte Leberwurst, Alter. Wie wir es mal So. erstmal anfangen. Ja, genau. Abfahrt. Jo, Abfahrt. Kurz erklären, okay. Ostrand ist übrigens auf dem Agriculture-Hof, also sprich auf diesem Hallo. Hof, der sich relativ zentral auf der Map befindet. Ja, hallo. Weit weg von euch. Genau. Ich habe meine Stelle direkt bei ihm. Und genau, Fabi hat den Hof quasi direkt neben mir. Und ich habe den Kuhhof hier. Wer zum So.
Geil. Jetzt nicht lang schnacken, Kopenhagen anfangen. Ja, wer hat Feld 48, 58? David, hast du das Feld gekauft? Normalerweise. Was? 54, 58? Ja. Das ist nicht mein Hof. Ah doch, das so, ist mein Hof. Das ist der Hof. Hast du gestern doch noch. Genauso wie aber 25 und die Wiese hinterm Händler gehört dir auch. Hä? Ja, was hast du denn gestern gekauft? Hab ich nicht gekauft. Doch. Ja, doch. Nein. Moment mal. Barbie? Tino. Ja. Du bist so ein Faggot, Alter. Was? Jetzt denn vor. Ey, du bist so. Nein, das war ja nicht Ostrhein. Wer war's denn dann? Wer war's denn dann? Ein Bug von Alice-Server. Ja, die buggt noch ein bisschen rum. Im 17. haben die auch rumgebuggt. Ich bin deine Karre und halt die Klappe jetzt. Ja, ich bin doch schon mal in der Karre. Ciao. Ich muss echt nicht, oder? Ich muss irgendwie meine Startmaschine wiederholen. Dunkel, ich war das. Ja, das ist mir schon klar, wenn Fabi, wenn Tino das nicht war, was denn dann? Du. Hier wird ja wohl kaum ein Geist auf Geist. Wir haben anderen draufgelassen, ganz sicher. Mhm. Ja, klar. Ich bin aber egal. Auf jeden Fall. Alter, können wir jetzt mal ernst bleiben, Alter? Ich bleib da ernst, ich seh schon an. Ja, ja, ich muss mal eine Sandmaschine holen. In wer hat die da runtergefahren? Das war ein harter Prank gegen mich, Alter. Warte mal, in den Folgen. Naja, aber der richtige Prank kommt ja eigentlich dann noch. Was denn, hä? Ja, der richtige Prank, wo du dich selber geprankt hast. Ist es nicht mehr ernst, ne? Auf du Feld 58 sind einfach Zuckerrüben, was soll ich mit denen anfangen? Ich hab nicht mal einen Ernter. Ja. Wow. Hä? Die sind nicht mal angebaut. Du checkst schon, dass wir Seasons sind, haben wir deshalb alles gelöscht wurde. Hast du recht. So, ja genau, stimmt, wollte ich auch sagen. Wir haben Seasons drauf, genau. Hab ganz vergessen zu sagen. Nicht. So. Nicht. Genau. Mann, ich muss mal immer ins Plus kommen irgendwie. Also, erklärt ihr mir jetzt bei Bobos mal, wie es zu dem Projekt überhaupt gekommen ist. Der David hat gestreamt und dann haben wir ihn dann meinte er so Community Server und dann hat er irgendwann dann angefangen Projekt. Ja. Kurze Erklärung. Aber so war's. Ja. War ohne GPS. Wieso denn ohne? Natürlich, GPS ist drauf. Du musst es nur einstellen für den Drecker. Ja, ja, muss ja auch nur kaufen. Von welcher Kohle? Muss ich halt. Ich glaube, das kostet aber trotzdem nichts. Doch, 15.000. Musst du konfigurieren. Ich höre mich übelst irgendwie doppelt. Bei mir nicht. Ostrhein? Ja. Okay, das bist du. Nee, passt schon. Alles gut. Hey, was denn? Ich höre mich doppelt, aber passt schon. Ab und zu. Sein. Ah, ja, ja. So. Das mal einfach mal raten, Ossi hat noch gar nichts gemacht, weil der immer noch im Weg ist. Doch, nee, ich habe eine Startmaschine angehangen. Angehangen? Ja. Das hast du gut gemacht. Ja, weiß ich, danke. Ah. So, Wie machen wir es überhaupt mit den Folgen und Livestream? Wir haben ja gesagt, ich weiß nicht, wie ist es für euch? Fabi, für dich ist es ja weniger ein Problem, ne? Livestream. Ja, nö, ist kein Problem. Also Alice ist ein Problem, aber ansonsten... das stimmt. Du. Ja, ich bleib halt auf meiner 1050 sitzen. Wow. Kauf deine 2080. Ja. Hast du eine drin jetzt, Tino? Nö, hab ein AMD. Nee, ich meine Grafikkarte. Ja, AMD. Ja. Ah. Dachte, du sprichst. Ne, 5800 RTX, glaube ich, ja. RX. RX, ja, irgendwie so. RTX ist Nvidia. Ja. So. Ja. Ich bin aber auch ein Plepper, Alter. Jetzt fange ich hier auf dem Tino sein Feld an zu sehen. Hä, was? Pfoten weg. Hä? Kommt Ossi gleich angefahren und so. Ach, lol.
Du hast mich gerade voll in die Tür und ich sehe Fabi zweimal auf der Map. Dann muss Fabi einmal aussteigen und wieder einsteigen. Ah, jetzt nicht mehr. Nö. Alles in voller Fahrt beim Säen ausgestiegen, rausgesprungen, tödlich verunglückt und wieder eingestiegen. Wow. Hoffentlich. Ja. Seid doch nicht so hart zueinander. Da wird auch so GPS funktioniert. Was? Weißt du, wie GPS funktioniert? Ich hab davon keinen Plan, ich werde es noch nicht benutzen. Ne? Okay. Dann viel Spaß mit 3 Meter. Am Ende verstelle ich noch irgendwas. Was willst du verstellen? Ja, ich kann alles, das hast du ja gesehen. Ja. Wenn es darum geht, Sachen noch schlimmer zu machen, als sie eigentlich sind, kriege ich das gut hin. Stimmt. Wie so spät kommen. Was? Ach, Entschuldigung, wir haben mich mit Schweizer verwechselt, oder? Oh, lol. Ihr seid doch nicht mehr normal, ey. Ja, hier sind wir auch nicht. Wir sind ganz speziell von unserer Sorte. Davon gibt's nur eine, Mann. Kann man jetzt sagen, zum Glück oder zum Glück nicht. Vor allem, ich brauche Geld. Was mache ich? Ich sähe Weizen an. Wow. Ja. Ich hab ja noch ein Feld. Ach nö. Ach nö, ich komme ja jetzt wieder hier nicht vorbei. Hä, hey, du kannst. Ach nee, kannst du nicht. Naja, fahre ich halt über Farbis Wies oder sowas. Nix da. So. Zu spät. Hallo? Hi. Polizei. Ach nö, nicht schon wieder. Die haben mich doch heute Mittag erst besucht. Ne, besucht nicht und angehalten. Warum das? Ja, wir hatten halt Schule gehabt, dann haben wir halt eine halbe Stunde Pause gehabt. Was machen wir? Wir fahren ins McDonald's natürlich. Lol. Natürlich. Wer hingekommen? Im Auto. Ja, wir hatten von euch einen Führerschein. Die Leute von der Berufsschule. Bei uns in der Klasse, die sind meistens 18, 19. Lol. Und wir waren dann zu siebt. Oder so, sagt ihr an so einem kleinen Fiesta drin. Das kam irgendwie bei der Polizei nicht so gut an. Aussteigen bitte, aussteigen. Genau. Ejo. Und dann kam eine halbe Stunde zu spät zum Unterricht. Läuft. Und dann haben wir noch schön gegessen im Unterricht. Alter. Ach scheiße, ich fahre jetzt über ein Feld und den Fronttank. Ja, logisch. Supi. Was ich mir mache, ist aber auch gerade nicht das Beste. Ich fahre mit einem 620er Arion, ne 660er Arion und einem kleinen, dem kleinsten Grubber, den es überhaupt gibt, übers Feld, Alter. Du hast eine Kreiselecke auf dem Hof und eine Sämaschine. Ja, dann von mir ist eben eine Kreiselecke. Ja, einen Grubber hast du auch. Ja, und da habe ich gerade nicht hinten dran. Du musst, wir haben halt nur noch einen Tag Zeit zum Ansehen. Ach du Scheiße, dann nimm mal die Zeit. Ah, okay. Auf nein, habt ihr gesagt. Zeit runternehmen machen wir nicht. Das ist dann auch so. Was heißt, das ist so ein bisschen die Challenge. Das ist vollkommen ausreichend, zumindest für mich. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Nein, Logo. Also ich muss sagen, ich habe jetzt einmal in meinem Leben LS19 mit Season gespielt. Aber auch nicht voll, nur so halb. Mitbekommen und es waren 6 Tage jedes Mal, also jede Season halt 6 Tage. Also da musst du, wenn du mehrere Felder hast, musst du dich anhalten. Ja. Hast du ein dickes Problem. Aber ich glaube, wir haben auch nie richtig ausprobiert, weil es immer teilweise noch verbuggt war, ja. Wie wir es ausprobiert haben. Raps oder Soja. Du kannst ja nicht dazu sagen, dass LS generell halt einfach, was die Qualität angeht, im Vergleich zum 17er und 15er, einfach extrem stark abgenommen hat. Ja. So, einfach von der Synchronisation, da hat sich nichts verbessert. Doch. Dann, ein bisschen. Ja, gut. Aber nicht viel. Aber jeder hat einfach rumgemeckert wegen dem Synchronisationsbalken. Und wann ist er weg? Gar nicht. Immer noch da. Den kannst du nicht ganz wegmachen. Ja, das ist ja auch richtig, aber es laggt halt trotzdem immer noch. Machst du einen vollen Server, hast du Probleme ohne Ende. Wenn du die Fahrzeuge. Dann mach keinen vollen Server. Ja, aber wenn es nicht anders geht und vor allem, wenn der LS ausgelegt ist für 16 Spieler,
Dann muss es doch auch irgendwie laufen, wenn Der jedes andere Standard Spiel auf die Reihe bekommt. Multiplayer ist nur noch für 8 Spieler maximal ausgelegt, also auf PCs, wenn du den selber aufsetzt und Ja, nicht so einen aber auf Server mietest. Server. Ja, auf einem Server ist es 16. Ja. Da kannst du aber auch RAM dazu kaufen. Oder nicht? Ja, RAM und CPU, glaube ich. Ja. Und dann reicht das auch wieder. Ja, kostet Eigentlich nicht. mehr. Aber so oder so wird der LS irgendwann in die Knie gehen. Weil Naja. die Engine, die ist einfach schon viel, viel zu alt. Da wird nichts erneuert, da wird vielleicht mal ein bisschen was, ja, hier und da gucken wir mal, verbessern wir mal. Aber Naja, warum? Die was Engine ist ja anders. schon verbessert. Du kannst jetzt die Gräser umfahren, du hast neue Texturen. Ja, das ist ja alle an sich, ich will es ja gar nicht unbedingt schlecht reden, aber du hast halt einfach immer noch diese, wie soll ich sagen, die Engine Allem von ich nehme. 2011. Ja, vor allem ich nehme Giants gerade voll in Schutz, aber mecker selber immer über die scheiß Mods und sowas. Hab ich's laut gesagt? Nee, überhaupt nicht, wir sind nicht live. Okay. Wir sind Live ja auch nicht. ist live. Na 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 na. Oh, Brauchen wir sie Mister. Copyright und so, ne? Ja, Ja. so, ich muss aufhören mit singen. Ich wollte das so gut singen. So. Jetzt ist auch mal im Feld mal angekommen. Schon? Ja, klar. Folge ist gleich rum. Ja, Ich weiß läuft. gar nicht, was ich in der nächsten Folge machen soll. Werde ansehen danach. Ansehen? Ja, schau. Dann düngen. Was Nee, erst soll's? düngen, dann ansehen. Ich habe keinen Oh. Düngerstreuer. Ich Weiß auch ich nicht. auch nicht. Ja, warte Cool. mal, Fabi. Willst du bei mir arbeiten? Nur weil ich eine 6-Meter-Sämaschine habe, Nee, oder du was? kriegst ohne Scheiße, du kriegst eine Entlohnung. Die Frage ist, Kannst du dir warte, den Dünger kaufen? warte. Ich muss mir erst noch einen Düngerstreuer kaufen überhaupt. Ja, deswegen ja, den kannst du ja bei mir verdienen. Fabian hat kein Geld für einen Düngerstreuer. Deswegen ja, kann er ja bei mir Achso. arbeiten, dann kriegt er Geld. Nee, nee, nee. Ich sehe doch nur Denkst du, Mindestlohn. ich schau dich wieder übers Ohr? Ja. Ja, ich habe jetzt Angst vor dir. Kannst Ja. mir merken. Damit bringt ja schon Leute vom Projekt eigentlich. Du Ja, ist doch was? also. Nee. Klar. Gar nicht wahr, Alter. Klar. Wo habe ich denn euch geprankt? Ihr habt mich geprankt. Nein. Nö. Du Wir haben bist dir Fabi. geholfen, ja, dann musst du nicht auswählen. Lol. Das war doch ein Bug. Ja, So. Bug-Using vom Allerfeinsten. Ja, du. Ja. Aber Ossi, erzähl uns eine Geschichte. Was für eine Geschichte denn? Ein Hä? Keks und ein Keks und ein Keks und ein. Nein. Nein. Das meinte ich nicht. Was für eine Geschichte denn? Guck mal auf den Tacho. Am Tacho ich fahr 5 Ich den Tacho. Was trägst du denn an dem Arm? Normalerweise. meine Schiene Ente. gerade. Eine Uhr. So, ja, die habe ich Eine gerade Ente. abgelegt. Du kennst Ente. Also Ossi kennt Ja, Ente. schon klar. Ich sage, das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, das Däumchen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder einen schönen Tag noch und ciao. Tschüss. Tschüss.